So, aber jetzt genug mit der Einleitung. Starten wir gleich zur ersten Frage. Kannst du die erste Frage vielleicht nochmal einblenden, Philipp? Super, perfekt. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zur letzten und zur dritten Frage unseres heutigen YouTube-Livestreams. Genau, bei der dritten Frage handelt es sich ja darum, AIDA-Schema im Personalkontext. Ich kenne es nur aus Marketing. Genau, also da sind Sie wahrscheinlich auch nicht alleine. Also wirklich, der Großteil kennt das AIDA-Schema vermutlich aus dem Marketing-Kontext. Und hierbei handelt es sich eben um eine Werbestrategie beziehungsweise um eine Werbetechnik beziehungsweise stellt im Prinzip einfach Punkte dar, worauf man achten sollte, damit, ja, das Marketing letztendlich einfach funktioniert, beziehungsweise was so der optimale Ablauf war. Starten wir zuerst aber vielleicht mit dem Thema Marketing-Kontext, bevor wir dann überleiten auf das Thema Personalkontext oder auf den HR-Bereich und die Anwendung des AIDA-Schemas. Ja, für was steht einmal die Abkürzung AIDA? AIDA steht für A, also das A steht für Attention. I steht für Interest, Desire, D steht für Desire und das A steht für Action. Und letztendlich steckt eine ganz klare Aussage hinter jedem einzelnen dieser Buchstaben. Und starten wir vielleicht mit dem A, mit dem Attention. Also hier geht es vor allem darum, einfach mal Aufmerksamkeit zu erregen, das heißt, einen potenziellen Interessenten oder einen Kunden auf unsere Produkte aufmerksam zu machen. Also sprich, den Kunden einfach einmal zuerst darauf hinzuweisen, dass es diese Produkte überhaupt gibt. Weil ein Produkt kann noch so gut sein, wenn man nicht weiß, dass es dieses Produkt gibt oder niemand weiß, dass es dieses Produkt gibt, dann kann dieses oder dann wird dieses Produkt auch niemand kaufen. Im nächsten Schritt geht es dann darum, Interesse zu wecken. Also deswegen auch das I für Interest. Also hier geht es wirklich, den Kunden dorthin zu bringen, dass er sich wirklich intensiv mit diesem Produkt beschäftigt, um eben herauszufinden, ob dieses Produkt eben auch ein möglicher Problemlöser für seinen Bedarf beziehungsweise für sein Problem darstellt. Im dritten Schritt gibt es dann das Thema D eben für Desire. Und hierbei geht es darum, den Kunden Weg vom Interesse dorthin zu bringen, dass er wirklich auch den Wunsch verspürt, ich möchte dieses Produkt haben. Und zu guter Letzt muss man dann aufgrund von den geeigneten Marketing- oder Vertriebsmaßnahmen dann eben auch darauf achten bzw. versuchen, den Kunden dorthin zu steuern, dass dieser am Ende das Produkt letztendlich auch kauft. Weil es bringt nichts, wenn ich die ersten drei Phasen oder die ersten zwei Phasen dieses AIDA-Schemas wirklich sehr stark oder sehr gut durchlaufen habe, wenn er dann die dritte und die vierte Phase, beziehungsweise vor allem die vierte Phase, dann nicht durchläuft. Also sprich wirklich das Produkt dann am Ende auch kauft. Und grundsätzlich nochmal zusammengefasst, also zuerst Aufmerksamkeit erwecken oder erregen, Interesse schaffen, beim Kunden den Wunsch auslösen, unsere Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen und am Ende wirklich den Kunden zu motivieren, dass er den Kaufabschluss herbeiführt. Ja, das ist einmal grundsätzlich das AIDA-Schema im Marketing-Kontext. Und wenn Sie sich dieses Schema überlegen, so kann man dieses Schema auch sehr stark im Zusammenhang mit Stellenanzeigen bzw. mit der Personalsuche verwenden. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmer und Sie sind verantwortlich für das Personalrecruiting und ja, sind eben auf der Suche nach geeigneten Mitarbeitern. Und auch hier müssen Sie zuerst einmal, nachdem Sie eine Stellenanzeige geschrieben haben, diese Stellenanzeige potenziellen Bewerbern zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie müssen potenzielle Bewerber auf diese Stellenanzeige ja, auf diese Stelle Anzeigen bringen, also aufmerksam machen.
Und es hilft aber nichts, wenn er diese Stellenanzeige nur sieht, sondern Sie müssen dann auch wirklich darauf schauen, dass er sich intensiv mit dieser Stellenanzeige beschäftigt, also wirklich Interesse an dieser Stellenanzeige hat und diese auch wirklich genau durchliest. Und hierbei ist dann auch gleichzeitig noch bei der Stellenbeschreibung darauf zu achten, dass diese so formuliert ist, dass diese beim potenziellen Bewerber dann eben auch den Wunsch verspürt oder Wunsch auslöst, beim Unternehmen XY zu arbeiten. Und am Ende und zu guter Letzt steht natürlich eben auch, wie vorher im Marketing-Kontext, der Produktkauf steht hier halt dann, ist der potenzielle Bewerber auch am Ende bereit, wirklich seine Bewerbungsunterlagen auszufüllen, zu erstellen und zu übermitteln. Also am Ende steht dann, und es steht eben hier das Thema Action, also das A, der potenzielle Bewerber wird wirklich zum Bewerber und schickt alle Unterlagen an die Personalabteilung Ihres Unternehmens. Ja, soviel zum AIDA-Modell bzw. zum AIDA-Schema im Marketing- und im Personalkontext. Also Sie sehen hier, dieses Modell kann man sowohl im Marketing-Kontext anwenden als auch im Personal- oder HR-Kontext und hat im Prinzip das selbe Schema bzw. dieselbe Struktur. Und auch hier natürlich wieder das Angebot, wenn Sie Hilfe benötigen im Zusammenhang mit der Personalverrechnung, dann auch hier gerne wieder auf unser Angebot zugreifen, unsere Webseite besuchen. Wir helfen Ihnen sehr, sehr gerne weiter.